Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum letzten Video dieses Jahres 2013. Ja, in den nächsten, ja, also gut, in 12 Minuten und 30 Sekunden ist das Jahr zu Ende. Naja gut, vielleicht noch für euch ein bisschen länger, ich lade das ja um 23.30 Uhr hoch, aber vielleicht habt ihr ja noch Bock, euch das ein bisschen später noch zu ziehen, um die Stimmung noch richtig perfekt zu machen. Und da ich ja mir auch überlegt habe, was ist überlegt, da ich ja, wie gesagt, schon etwas länger nicht mehr Animal Crossing gemacht habe, wollte ich euch mal hier das Feuerwerk zeigen in seiner richtigen Pracht. Ich hatte mal zu August mal gedacht, noch das Feuerwerk zu zeigen, aber das ist leider in die Hose gegangen. Ja, und da wir jetzt schon nicht mehr August haben, sondern jetzt Dezember, passt das ein bisschen besser hier rein. Oh, Bürgermeister Jake, du bist gekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil es schon so spät ist. Jedenfalls wird das Jahr schon bald vorbei sein. Bereite dich schon mal gedanklich darauf vor, mit uns das neue Jahr einzuläuten. Da fällt mir ein, dass ich dir ja noch etwas geben wollte. Ohne Berliner kommt noch keine Neujahrsstimmung auf, richtig? Hier für dich. Die Berliner sind zwar nur als Dekoration gedacht, aber lecker sehen sie trotzdem aus. Okay, ist ein klassisches deutsches Gebäck, aber gut, wenn es hier auch gibt. Hi Rainer. Hey ho, wie geht's? Vielen Dank für deinen Besuch. Bei mir gibt's Silvesterbedarf für nur 300 Rubine pro Stück. Wofür kann ich dich begeistern? Neujahrshut in Blau. Okay, geil. Ja, ich guck mir natürlich, zeig euch natürlich gleich auch, wie der Berliner so aussieht. Aber dann ziehen wir uns mal eben den blauen Partyhut auf. Oh Gott, sieht das bescheuert aus. Naja. Ja, schön, der Schnee hier. Ja. Vielleicht habt ihr auch mal Bock, dass es mal wieder in Animal Crossing kommt. Ich hätte schon noch Lust, das euch mal wieder zu zeigen oder mal wieder hier zu machen. Aber mal gucken. So, ja, und meine tolle Bude, die ja sehr geil aussieht. Gut, aber wie sieht der Berliner aus? Das ist jetzt echt so ein Berliner. Möchte ich jetzt mal wissen. Oh Gott, tatsächlich. Geil, vielleicht ist er auch gerade ein, aber ist das echt ein Brauch? Wusste ich gar nicht. Naja, stellen wir den einfach mal hier hin. Aber ich wusste das nicht, dass das Berliner Essen, dass das Neujahrsbrauch ist. Ich weiß zwar so ein bisschen, dass zum Beispiel in einigen Ländern Trauben gegessen wird. Oder rote Unterwäsche getragen wird. Nö, aber sonst ist mir das jetzt nicht geläufig. Aber gut. Wie die Musik sich jetzt hier ändert. Ja, aber wie gesagt, die letzten 10 Minuten nochmal die Spannung genießen. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein schönes Jahr wie ich. Ich weiß nicht, was aktuell meine Abonnentenzahl betrifft, aber ja, aktuell kann ich sehr zufrieden sein, wenn man bedenkt, dass ich Anfang des Jahres knapp bei 100 war und jetzt fast 300 habe. Ist das schon ganz schön krass, wie ich finde. Und da möchte ich mich, wie gesagt, bei euch richtig, richtig bedanken. Ja, was machen wir denn jetzt noch die restlichen 9,5 Minuten? Das ist jetzt die spannende Frage. Wir können uns den schönen Sternenhimmel ansehen. Oder wir nehmen uns nochmal einen Kaffee, genau, um uns nochmal ein bisschen zu beruhigen hier. Ich habe ja auch einen Kaffee jetzt hier. Das Rathaus übrigens zu. Warum auch immer. Naja, gut, jetzt haben wir auch keinen Bock, hier was zu bauen. Ein Schneemann hier auch, der schon halb kaputt ist. Das werde ich euch dann irgendwann auch mal zeigen, wenn ihr mal wieder Animal Crossing sehen wollt. Oh, ich merke schon, da können wir nicht rein. Vielleicht können wir auch gar keinen Kaffee kaufen. Naja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Doch, wir könnten noch. Cool. Wir können noch mal kurz ins Café einkehren. Und da noch einen Kaffee schlürfen. Könnte man ja auch richtig als Party-Location danach benutzen. Ja, gut, aber das geht nicht. Das Einzige, was man hier machen kann, ist halt die schöne Festtagsstimmung und das schöne Feuerwerk gleich genießen. Aber, naja, halt für die schönen, für den schönen Moment. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet auch so ein schönes Jahr. Ich kann es, wie gesagt, nur sagen, es war echt ein schönes Jahr. Was ich euch auch nochmal zusammengefasst habe in diesen schönen, tollen Jahresrückblick, der ja heute gekommen ist. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich das Feuerwerk an. Und ihr auch schon mal frohes Neues. Kofi heißt er, genau, Kofi. Ja, wie gesagt, einfach nur schön. Aber ich glaube, es sind immer noch 8 Minuten. Ja, was machen wir denn hier jetzt so Schönes noch? Wir könnten ja nochmal einen Apfel eben essen. Die anderen bringe ich irgendwann mal mit der Zeit weg.
Bett. Oder eine Maulwurfsgrille. Nee, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr so viel Großartiges noch machen hier, weil sonst verpassen wir den Countdown. Das wollen wir doch nicht hier. Ja, aber dann könnt ihr ja mal sagen, was macht ihr denn so an Silvester und Neujahr, also zum Neujahrswechsel? Also bei mir weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich denke mal, wahrscheinlich werde ich mit Freunden feiern gehen irgendwo. Und dann halt schön knallen gehen irgendwo. Es gibt ja auch einige bestimmt, die nach Berlin fahren. Da haben die ja immer diese Fanmeile da an Silvester, wo ja es richtig abgeht. Vielleicht fahre ich da auch mal irgendwann mal hin. Mal sehen. Ja, noch sieben Minuten sind's. Kribbelt es bei euch auch schon? Ich kann es mir bestimmt vorstellen. Na, was habt ihr noch so zu sagen? Heute ist der Countdown zum neuen Jahr. Mann, bin ich aufgeregt. Hef. Haha, toll. Irgendwie betrübt es mich, dass heute der letzte Tag in diesem wundervollen Jahr 2013 ist. Aber wenigstens haben wir eine aufregende Feier vor uns. Wir sehen uns doch beim Countdown, oder? Wir sind doch schon da. Ja. Keine Ahnung, was der jetzt für komische Gedanken hat. Na gut, ich kann ja eben nochmal mit meiner Schaufel hier noch eben die Dinger hier ausgraben, was immer das auch ist. Auch ein paar Fossilien. Naja gut, ich glaube, das Museum hat bestimmt auch schon zu. Ach nee, das hat 24 Stunden auf. Aber ich denke mal, das brauchen wir jetzt nicht mehr abzugeben. Ach so, eine Bambussprotze. Ja, wenn man noch solche dicken, tollen Bambusse braucht, die im Schnee sind, was finde ich auch viel Sinn macht. Ah, die muss ich mal alle nochmal ausgraben. Da habe ich jetzt aber keinen Bock zu. Sagt die Zeit. 5 Minuten noch. Oder gute 5 Minuten. Joa. Ja, ist schon schön. Ist schon schön. Und mir fallen die Sachen aus zum Reden. Mir fallen sie echt aus. Ja, komm, zeige ich euch nochmal eben, wie das ein bisschen anders aussieht. Wenn es anders aussieht bei der Einkaufsmeile, da hat sich ein bisschen was getan, glaube ich. Aber auch nur minimal. Genau, hier haben wir jetzt einen Schnäppchenmarkt, Gärtnerei, Friseursalon. Also hier ist fast alles komplett, außer dass sich der Laden noch ein bisschen mehr ausbauen wird. Oh, wir könnten noch zur Post gehen. Und warum bist du nicht da? Ja, wir könnten ja hier noch Party gehen. Das wollte ich ja schon immer mal machen. Club Kaula. Machen wir dann noch gleich. Mensch, das bist du. Ja, du siehst viel mal spitze aus. New York zu besuchen, ist einfach nur klasse. Ja, das stimmt. Oh, hier geht's schon ab. Sagt schon, spielt keine Musik mehr, aber das wäre schon ein bisschen sehr früh. Also das hat mich schon ein bisschen verwundert. Ja. Ja. Jetzt geht die Musik aber auch, glaube ich, richtig ab. Ah, nur noch einen Tag in diesem Jahr und dann ist der Countdown. Noch 4,5 Minuten. Die Spannung steigt. Aber für mich sind es ja noch 2-3 Tage. Ich nehme das jetzt natürlich nur im Voraus auf und das habe ich die Zeit schon ein bisschen vorgestellt. Aber ich bin mal ehrlich, aber trotzdem, ich möchte es euch natürlich auch zeigen hier. Die letzten Minuten, die letzten Augenblicke Wartens. Holen wir uns nochmal einen Partyknaller. Gibt ja leider keine Böller hier. Na gut, ich bin sowieso nicht der Fan von solchen Böllern. Lieber richtige Raketen oder so. Oder, ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Freund von. Moment mal, ich müsste doch auch noch, das mache ich noch eben schnell. Ich müsste auch noch in meinem Schrank noch sowas, was ich bei Nock gekauft habe. Irgendwie solche Leuchtstäbe oder so eine Wunderkerze noch gekauft haben neulich. Muss mich aber beeilen hier. Es sind ja nur noch 4 Minuten. 4 Minuten bis zum großen Finale. Sozusagen. Wow, im Fernsehen läuft ja auch richtig krasses Zeug. Ich guck mir auch vor Silvester Äpfel an. Oh Gott. Wo haben wir es denn da? Das war ein Leuchtstab und dann hatten wir, glaube ich, noch was hier irgendwo, wenn ich das finde. Doch nur den Leuchtstab? Ne, da haben wir noch einen Partyknaller. Okay, haben wir 2. Ballon. Da brauchen wir nicht. Ja, gut, da war das doch was anderes. Aber keine Wunderkerze. Ich glaube, in anderen Teilen gab es eine Wunderkerze. Ich weiß aber jetzt nicht genau welche. Naja, wie gesagt. Ich kann schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat,
Könnt ihr mir ja schon mal für 2014 den ersten Like geben? Wäre ja ganz nett. Nein, müsst ihr aber nicht. Und dann würde ich sagen, schreibt nochmal in die Kommentare, wie ihr Silvester verbracht habt. Ja, und das könnten wir uns ja auch nochmal ansehen, was das hier so für Dinger sind. Ja, und dann würde ich sagen, Peng. Ja, ein bisschen noch zu früh. Bisschen zu früh. Eine bisschen zu früh. Oh, wie der Leuchtstab aussieht. Lol. Nein, den anderen machen wir pünktlich bei 0-0, würde ich sagen. Machen wir den Knaller pünktlich bei 0-0. Bei den letzten 10 Sekunden. Ja, noch 120 Sekunden sind's. Oh ja, jetzt geht's gleich los. Die letzten 2 Minuten von 2013. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr. Ich hatte es auf jeden Fall. Natürlich nicht alles perfekt, aber es ist ja eigentlich normal. Man erlebt immer Höhen und Tiefen im Leben. So ist das halt. Aber das Wichtigste ist, man halt, wenn man mal Tiefen erlebt, wieder aufsteht. Und dann halt das Beste aus der Situation macht. Ja, was gibt's noch zu sagen für die letzten 90 Sekunden? Das ist die spannende Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Können wir noch die schöne, ruhige Atmosphäre genießen, bis gleich der Sturm losgeht. Ja. Ich glaube mal, ich bin echt auch, glaube ich, einer der wenigen, die sowas macht eigentlich. Gut, es gibt zwar welche, die noch so gutes, frohes Neues wünschen, aber nicht so um Punkt 12 Uhr praktisch. Okay, letzte Minute. Es ist soweit. Jetzt ist es soweit. 50 Sekunden. 45. Jetzt wird's spannend hier. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen hier. Jetzt können wir einfach nur noch hier im Kreis rennen und... Nein, wir können hier nichts mehr machen. Wir müssen jetzt einfach nur noch die letzten Sekunden genießen von 2013 und die neuen Tage in 2014 willkommen heißen. 20 Sekunden. Na, kribbelt's bei euch auch? Naja. Wie gesagt. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peng! Frohes Neues. Ich wünsche euch allen viel Vergnügen und viele neue Freunde. Ja, ich möchte mal einen Knaller endlich machen. Und jetzt den Leuchtstab. Ja, also wie gesagt, frohes Neues. Ich hatte jetzt ein schönes Jahr. Ja, und ich denke mal, wir gucken uns jetzt an einer schönen Position gleich das Feuerwerk an. Man hat hier immer noch was zu sagen. Ach, die applaudieren schon. Hast du mal in der Nacht zu mir geschaut? Dieses Feuerwerk ist fantastisch. Die Raketen sehen aus, als würden sie mit uns ins neue Jahr tanzen. Okay. Die Musik hier. Moment mal, am Wasser geht das doch bestimmt ganz gut. Ja, und dann würde ich euch sagen, mit diesen Bildern entlasse ich euch für das neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, nicht nur bei diesem Video, sondern auch mit allem anderen, was dazugehört. Jetzt muss ich mal langsam eine Stelle finden hier. Ja, das passt. Oder... Ja, hier passt es gut. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder in 2014. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann, wie gesagt, ein frohes Neues und bis zu nächsten Videos. Euer Jake 125. Oh yeah.